Im Quellalpin im Kaunertal ist derzeit eine bemerkenswerte Fotoausstellung von Martin Frey zum Thema 150 Jahre Deutscher Alpenverein und speziell über die Sektion Frankfurt zu sehen, die seit 1873 im Kaunertal tätig ist. Martin Frey hat wieder einmal eine sehr schöne, umfangreiche Ausstellung zusammengestellt. Um was geht's da? Es geht um die Geschichte der Sektion Frankfurt am Main, die hier 1873 ins Kaunertal gekommen ist und hier 5 Hütten gebaut hat und sehr aktiv in diesem Kaunertal war und viel für die Entwicklung dieses Tales mit beigetragen hat. Wie viele Fotos und Urkunden hast du da zusammengetragen? Also hier in der Ausstellung sind jetzt nur fast 200, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Was besonders gut ist, wir haben im Archiv des Österreichischen Alpenvereins in Innsbruck letztes Jahr einen quasi Sensationsfund gemacht mit um die 200 großformatige Glasplatten, Negative, die alle so um die Zeit von 1890 bis 1914 war. Und das sind Fotos, die bisher niemand gekannt hat, die auch, wo niemand deren Existenz noch wusste. Und das sind fantastische Aufnahmen mit einfach Sachen, die man heute nicht mehr sehen kann. Bist du im Kaunertal auch fündig geworden? Im Kaunertal habe ich natürlich auch vieles gefunden. Wir haben ja hier viele Familien mit einer langen Bergsteigertradition. Und da gibt es natürlich Fotos, wobei interessant ist, die selber im Tal hat kaum jemand ein Fotoapparat gehabt, aber die Gäste, die im Sommer da waren, haben dann immer so zu Weihnachten, man sieht das oftmals, dass hinten noch so an unsere schöne Tour im August, schöne Weihnachtsgrüße, also die damaligen Touristen haben dann Fotos geschickt und da hat man schon viele hier im Tal noch gefunden. Die Fotoausstellung von Martin Frey, 150 Jahre Deutscher Alpenverein, mit der Sektion Frankfurt ist in diesem Sommer im Quellalpin in Feichten bei freiem Eintritt zu besichtigen.